Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man Reagenzgläser vorbereitet für die Aufzucht von Ameisenköniginnen oder kleinere Kolonien. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Zuerst bereiten wir ein Reagenzglas vor für die Zucht von Ameisenköniginnen und kleine Ameisenkolonien. Danach zeige ich euch die Alternative dazu. Die Reagenzgläser, die ich benutze, sind 160 mm lang und 16 mm im Durchmesser. Am Ende werden wir haben ein Reagenzglas mit einem Wassertank, eine Sperre, die Feuchtigkeit in der Kammer reinlässt, da diese Feuchtigkeit die Ameisen benötigen, sowie die kleinen Kolonien. Legen wir los. Was brauchen wir dazu? Natürlich ein Reagenzglas, Wolle. Ich nehme Baumwolle. Es gibt auch Synthetikwolle. Die würde ich nicht empfehlen. Davon halte ich nichts. Dann ein Schlauch oder ein Röhrchen und ein Glas Wasser. Als erstes zupfe ich mir ein bisschen Wolle und rolle ich sie zu einer kleinen Kugel und schaue, wie es im Reagenzglas passt. Es darf nicht zu fest sein, ansonsten kann später die Feuchtigkeit vom Wassertank nicht in der Kammer gelingen. Und wenn es aber zu lasch ist, dann wird die Kammer überflutet. Also muss man immer einen Kompromiss finden. Aber das kriegt man dann mit der Zeit hin. So, das scheint jetzt in Ordnung zu sein. Dann lege ich mir die Watte zur Seite und werde jetzt das Reagenzglas dreiviertel mit Wasser vollfüllen. Reagenzgläser werden sehr oft in Ameisenshops verwendet, da die Ameisen dadurch wenig Platz benötigen. Ansonsten hätten die Ameisenshops sehr viel Platzbedarf. So, und schon ist das Reagenzglas gefüllt. Nehmen wir die Watte nochmal, dreht sie zu einem Kugelchen und steckt man es oben rein. So. Jetzt tue ich mit meinem Röhrchen die Watte bis zur Wassersäule langsam schieben. Bei mir hat sich jetzt immer bewährt, wenn ich jetzt die Watte ganz schnell reinschiebe, dann bilden sich im Wassertank keine Bläschen. Jetzt werden wir die Watte so bis in die Mitte des Reagenzglas schieben. Da halte ich mal mit meinem Zeigefinger dorthin, damit ich ganz genau weiß, wie weit ich es reinschieben will. Und dann klappt das auch. So, man sieht, hat wunderbar geklappt. Das überschüssige Wasser, was hier drin ist, trocknet dann. Man kann jetzt das Reagenzglas auf den Kopf stellen, so circa 10 Minuten. Dann kann man sehen, ob es dicht ist oder nicht. Das war es erstmal zum Teil 1. Jetzt werde ich euch die Alternative zeigen. Jetzt geht es weiter mit Teil 2. Dafür brauchen wir eine Spritze, beziehungsweise zwei Spritzen. Die gibt es in der Apotheke für ein paar Cent zu kaufen. Die eine Spritze ziehen wir das eine Ende ab, so dass wir nur den Hohlraum haben. Das wird unsere Kammer sein. Dann brauchen wir noch eine Spitze mit einer Nadel, um die Kammer dann zu füllen, um die Wasserkammer zu füllen. Und brauchen wir auch noch Wolle. Da das Durchmesser ein bisschen größer ist, brauchen wir auch etwas mehr Wolle. Zupfen uns ein bisschen ab, machen wir es genauso wie beim Reagenzglas. Machen wir uns so eine Kugelchen. Ihr könnt ja später in den Kommentaren
reinschreiben, ob die Alternative gut ist oder schlecht. Ich würde mich über eure Meinung sehr freuen. So, das scheint zu passen. Ein bisschen mehr. Diese Alternative wird sehr oft südamerikanische Länder bevorzugt. Südamerika sehr weit verbreitet. So, jetzt aber klappt nicht so. Es klappt das aber, dann schieben wir das nach vorne. Ich nehme mir mal ein Viertel, reicht vollkommen. Da wir bei dieser Variante den Wassertank nachfüllen können. Dann nehmen wir die zweite Spritze mit der Nadel, ziehen die auf. Und füllen den Tank. Das war's schon. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Spritze jetzt nicht wegrollen kann. Beim Reagenzglas sieht das nämlich anders aus. Das kann nämlich hin und her rollen. Und das Verschließen geht ja ganz normal. Ein bisschen Watte vorne. Die Watte darf auch beim Reagenzglas oder hier nicht so fest sein, sonst kriegen die Ameisenkolonien oder die Königin nicht genug Luft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ciao.